hast du dich gleich gemeldet und dann ratzefatz hatten wir schon einen Termin. Ich bin sehr gespannt, ne? Dir geht ja der Ruf voraus, so die intellektuelle Speerspitze so der Anti-Woken zu sein, ne? Oder des Anti-Woken-Lagers. Es gibt kein einheitliches anti-wokes Lager und so einen Titel würde ich mir selber niemals geben. Intellektuelle Speerspitze. Nee, ich bin ein ganz normaler Streamer, der hier linken Content macht. Ja, aber es ist ja so, was andere schreiben, ne? Und von dem her kann man sie annehmen. Also das ist ja jetzt das Schreiben, was ich so mitbekommen habe, schreiben das Leute, die eher pro sind, sage ich mal, na, so dir gegenüber, beziehungsweise deiner Bubble gegenüber. Und das kann man als ein Kompliment nehmen, ne? Oh, ich muss dich ein bisschen leiser machen, warte. Schreibt der Chat hier. Ja, So, mein kannst Chat du ist, kurz glaube was ich, sagen? soweit zufrieden. Sag mal was, bitte. Grüßt. Wir reden heute über, ja, über was eigentlich? Du hattest mich wegen eines Gesprächs angefragt und da auch ziemlich absurde Sachen über mich verbreitet, was mich erstmal sehr skeptisch hat werden lassen. Also, warum führen wir dieses Gespräch heute überhaupt? Na, ich habe diesen Talk mit dem Erwin gesehen und muss ich sagen, das hat mich ein bisschen erschrocken. Die Art und Weise, wie du, man sagt ja jetzt so eines dieser neuen Wörter, Lull defenden, na, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass du den Martin Sellner am Lull defenden bist, na, oder wie man sagt, so whitewashen oder verteidigen. Ja, das ist ein vollkommen absurder Vorwurf, der nichts mit der Realität zu tun hat. Ich weiß auch gar nicht, wie du auf diesen Schwachsinn kommst. Na, Also ich hab's. Ja. ich habe mit Erwin eigentlich ein Gespräch darüber geführt, ob es sinnvoll ist, solche Debatten wie mit Martin Sellner zu führen. Also ich wollte jetzt Erwin da auch gar nicht überreden. Ich meine, es ist ja seine freie Entscheidung, mit wem er Debatten führt und mit wem nicht. Aber mein Ja. Argument war halt, dass wir grundsätzlich uns in die Debatte auch mit Leuten wie Sellner nehmen sollten. Sellner war dabei nur ein Beispiel. Also du könntest an die Stelle genauso gut Christian Lindner, Alice Weidel, irgendeinen anderen politischen Gegner unseres Lagers setzen, Ja. gegen den wir argumentieren. Meine zwei Argumente waren halt erstens, wir haben die besseren Argumente, also sollten wir uns nicht vor einer Debatte scheuen. Und zweitens, Erwin meint ja, Sellner sei sehr gefährlich. Da habe ich gesagt, gerade wenn er eine gefährliche Ideologie hat, ich meine, kann ja sein, mit seinen Positionen habe ich mich jetzt nicht so viel beschäftigt, gerade dann wäre es doch wichtig, die im Diskurs zu widerlegen, damit dann Ja. nicht zu viele Leute hinterherlaufen. Das waren die zwei Argumente, die ich primär vorgebracht habe. Ja, in dem Gespräch war es dann schon so, dass der Erwin einige kritische Punkte angebracht hat, was den Sellner betrifft und dieses rechtsradikale Lager. Und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass du da am Abwägeln bist und da irgendwie auch zum Teil krass am Relativieren bist und so. Aber die Punkte habe ich mir eh rausgesucht, da können wir dann ein bisschen drüber reden. Da Na, brauchen wir das nicht können wir drüber dann. reden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, Ja. ich habe mich nur für den freien Diskurs ausgesprochen. Sellner war nur ein Beispiel. Es ist mir völlig egal, welche Positionen er jetzt en Detail vertritt. Ich hatte auch im Gespräch mit Erwin gesagt, dass er jetzt nicht der aus der neurechten Bubble war, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe. Ich habe mir da tatsächlich einiges von denen angesehen. Ich habe mir auch Vorträge über die Ja. angesehen. Hatte mich da mit Erwin auch hinter den Kulissen schon ausgetauscht. Also das ist tatsächlich, wie gesagt, Sellner war nur ein Beispiel, ein austauschbarer Name. Du kannst an die Ja. Stelle Dekadent setzen, du kannst da Christian Lindner hinsetzen, du kannst da Aktien mit Kopf hinsetzen, du kannst da hinsetzen, wen du willst. Also Sellner war wirklich ein austauschbares Beispiel, mehr nicht. Ja, gut, aber ich meine, ich kann es ja vielleicht ansprechen, die Punkte, und dann kannst du ja sagen, kannst du dazu was sagen, Wie wenn du gesagt, kommst. du brauchst da keine Punkte. Es ist vollkommen egal, was Sellner für Positionen hat. Das habe ich dir Ja. gerade erklärt. Worauf laufen deine Argumente denn da hinaus? Oder beziehungsweise bist du der Meinung, dass man mit Leuten wie Sellner keine Debatten führen sollte? Doch, doch, das schon, na, so. Die Argumentation würde ich ja verstehen, na, wenn du sagst, so, man soll mit ihm debattieren. Ich halte den jetzt auch nicht so für gefährlich, wie der Erwin das getan hat. So, na. Aber womit ich mir schwer getan habe, waren dann so, das alles so ein bisschen zu relativieren, was der so sagt. Ja. Das ist das, was ich nicht ganz verstanden habe. Aber da möchte ich nachher hin. Na. Nee, Ich da würde brauchen mich. wir gar nicht drüber reden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also das sind Debatten, Ja. die führe ich mit Leuten wie dir, die mir offensichtlich Dinge unterstellen wollen, die nicht stimmen. Solche Debatten führe ich mit dir nicht.
Also Aber solche du meinst Debatten führe ich mit Leuten wie Erwin, die mir nicht feindlich gesonnen sind, aber die führe ich nicht mit Leuten wie dir, die mir irgendeinen Schwachsinn unterstellen wollen, die mir beispielsweise unterstellen wollen, ich würde Zelda whitewashen oder verteidigen oder Lul defenden oder sonst irgendeinen Schwachsinn. Ja, aber dann kannst du ja dann, wenn das so ein Schwachsinn ist und ich sag dir die Punkte, dann kannst du es ja entkräften. Ne, so. Ja. Wie Bist gesagt. du jemand, der Sachen unterstellt? Machst du sowas nicht oder warum triggert dich das so? Natürlich musst du immer approximieren, was andere Leute wollen. Also das macht, glaube ich, jeder, aber du machst das in einer extrem exzessiven und bösartigen Art und Weise und ja nicht nur gegenüber mir. Da kann, glaube ich, halt Twitch ein Lied von singen, in welcher Frequenz du bösartigste Unterstellungen gegen andere Leute raushaust. Ja. Also du kannst Outlaw fragen, du kannst Nachtschmied fragen, du kannst Dominik Reichert fragen, gegen den hast du auch ganz übel gehetzt, du kannst Imp fragen, du kannst Erwin fragen. Also dieses Also, Elend, was sich da auf deinem Kanal abspielt, das ist ja, wie gesagt, ich kann es nur benennen, aber ich vermag daran leider nichts zu ändern. okay, aber sag, was habe ich den Dominik Reichert unterstellt? Dass er vom Wokismus nach Russland geflohen sei, wo er dir mehrfach erklärt hat, dass das nicht stimmen würde. Also hört euch alle das Gespräch mit dir und Dominik Reichert an. Ich glaube, Dominik Reichert tut jedem von uns danach 20 Minuten total leid, wie bösartig du den da angehst. Wie gesagt, das ist in jedem, fast jedem Gespräch so, was du führst. Also pass auf, ich lese dir die Videobeschreibung vor, die hat er abgesegnet, ja. Der hat abgesegnet, dass er Anti-Woke-Experte ist. Und also, pass auf, hier habe ich geschrieben, das hat er abgesegnet. Das hat er abgesegnet. Der unter anderem wegen Wokeness und von ihm wahrgenommener totalitärer Tendenzen ins woke-freie Russland geflüchtete Dominik Reichert hatte sich über Twitter mit Baba in Verbindung gesetzt und ihn als woke bezichtigt. So, da hat er das Okay dazu gegeben, das so zu schreiben. Unter anderem wegen Wokeness. Du hast ihn auch als Verschwörungsideologe beschimpft und alle möglichen anderen Sachen. Also wie gesagt, jeder kann sich dein Gespräch mit Dominik Reichert ansehen. Also Ja, er ich weiß, geht total dass es so respektvoll ist. mit dir um und du beschimpfst ihn die ganze Zeit, so wie du das immer machst. Du Ist beschimpfst andere Leute wüstens Verschwörungsideologie eine Beschimpfung? und hoffst dann darauf, dass sie eben reagieren und dann damit wochenlang Content machen zu können. Und anschließend schleimst du dich in der Woken Bubble ein und hoffst, dass die Zuschauer eben aus dieser Bubble dir dann Geld spenden. Also das ist dein Okay. Geschäftsmodell hier. Wie gesagt, ich kann es nur benennen, ich kann daran leider nichts ändern. Ja. Nee, also schau, du sagst, ich unterstelle dir was, du unterstellst mir auch was, das stimmt halt einfach nicht, ne, was du da sagst. So. Ne? Ich habe es dir ja gerade am Dominik Reichert gezeigt, der hat das abgesegnet, den Klappentext, den ich geschrieben hatte. Und wenn verschwörungsideologisch, wenn ich sage, das geht in eine verschwörungsideologische Richtung, dann ist ja das keine Beleidigung. So, das ist ja. Ich würde sagen, das ist eine Meinungsäußerung, die vor allem bei dem Content, den der Typ macht, durchaus legitim ist. Ne? So, wenn man sich seinen Spleen anschaut wegen Track-Lesungen, wegen Umprogrammierung durch Regenbogenfahnen und so Sachen. Es ist doch Also nicht die da würde ich Hauptsache schon seines sagen. Contents. Also Was? du nimmst dir jetzt so einzelne Beiträge, die er vielleicht mal gemacht haben mag, ich habe keine Ahnung. Das hat er doch in dem Gespräch so gesagt. Du generalisierst gerade von einzelnen Aussagen auf seinen gesamten Content. Er beschäftigt sich Das mache hauptsächlich ich doch auch tatsächlich mit bei mir Außenpolitik. gerade eben. Ja, du generalisierst ja auch so. Du sagst, ich hätte ihm unterstellt wegen Wokeness. Ne, so, dann hat er das wirklich zugegeben. So, ne? Dann wirfst du mir ein paar andere Sachen vor. Also. Er hat dir im Gespräch erklärt, dass er nicht hauptsächlich wegen Wokeness nach Russland gegangen ist. Aber wie gesagt, das ist eine Detailfrage. Ich rufe alle Zuschauer dazu auf, hört euch das Gespräch an, macht euch ein eigenes Bild. Du fährst in Ja. jedem deiner Gespräche das gleiche Muster. Und ich Okay. sag's dir gleich, darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich werde mir nicht irgendwelche Vorwürfe basierend auf deiner Moral anhören. Es interessiert mich nicht, was du moralisch über mich oder meine Gesprächspartner denkst. Mach Also, vernünftige, inhaltliche, politische Argumente oder lass es. Das kann du ich dir weißt gleich ja am nicht Anfang mal, was sagen. ich gesagt hätte. Wie bitte? Na, du sagst, ich soll vernünftige Argumente bringen und weißt nicht mal, was ich gesagt hätte, ne?
Du hast ja, ich habe dir ja noch gar nichts gesagt. Woher möchtest du wissen, was ich zu dir sage? Ich war zweimal bei dem Thema. Also zweimal, dass ich es mitbekommen habe, dass meine Zuschauer mir das geschickt haben. Das eine Mal hast du mich als Nemesis Bauchfaltengnom beschimpft und dich darüber lustig gemacht, dass ich Shoyokas Demokratiefeindlichkeit kritisiere. Und wie Ja. gesagt, mich eigentlich nur die ganze Zeit beschimpft, nichts anderes dazu gemacht, da habe ich entsprechend nicht drauf reagiert. Das andere Ja. Mal hast du mir unterstellt, ich würde Zelda verteidigen, Lul-Defenden oder so einen kompletten Oh Schwachsinn. Ich habe Gott. dir gerade erklärt, worum es ging. Wenn du zugehört hättest, wusstest du das, beziehungsweise du hast zugehört. Davon gehe ich Ja. ganz stark aus. Du glaubst an den Schwachsinn, den du hier über andere Leute verbreitest, selber nicht. Du weißt aber, dass wenn du Lügen über andere verbreitest, dass wenn du ihnen Dinge unterstellst, sie dann wütend werden und du dann daraus Content machen kannst. Das heißt, hast du nicht zum Beispiel relativiert, wie der Sellner sagte, also wie der Erwin gesagt hat, ein Volk, ein Reich, ein Glaube? Nochmal, also ja, das hat Selna gesagt. Den Vortrag kann sich auch jeder anhören. Erwins Reaktion darauf kann sich auch jeder ansehen. Das ist alles online. Was Entschuldige, hat das jetzt für hiermit mich zu tun? kam es so rüber, als würdest du das relativieren, zum Beispiel indem du sagst, na, ein Glaube funktioniert in Deutschland sowieso nicht, weil es gibt ja Protestanten und Katholiken. Ja, ich habe spontan auf dieses Statement reagiert und das versucht irgendwie zu plausibilisieren, was er damit meinen könnte. Ja, und für mich kam es halt so rüber, dass es Relativieren ist, ne? Weil da geht's ja um was anderes, wenn so ein Typ wie der Sellner das so sagt, ne? Nur mal als Verständnisfrage. Du meinst jetzt moralisches Relativieren, oder? Moralisches? So dass ich das Nee, du moralisch sagst, versuche, in ein vernünftiges Licht zu rücken, oder was meinst du mit relativieren? seine Ideologie relativieren. Nee, ich versuche zu erklären, was er damit meint. War vielleicht ein bisschen unbeholfener Versuch, so auf eine Aussage, die ich bis eben gerade nicht kannte, darauf spontan zu reagieren. Aber nur weil man etwas erklärt, heißt man es doch noch nicht für gut oder will damit irgendwas anderes moralisch in ein richtiges Licht rücken, so wie du dann unterstellst. Erklären heißt nicht rechtfertigen. Ich hab das nicht mal moralisch gewertet. Was fährst du für einen Film wegen Moral? Daraus Also, bestehen doch all deine Gespräche. Du wenn man sagt so. Also würdest du sagen, der Erwin argumentiert moralisch, wenn ihn das erschreckt, dass ein Sellner so einen Vortrag macht und sagt, was wir wollen, ist ein Volk, ein Reich, ein Glaube? Was hat das mit moralisch zu tun? Du hast mir vorgeworfen, ich würde das relativieren. Dann definier mal, was du mit relativieren meinst. Na, das Herunterspielen, das meine ich mit Relativieren, ne, so. Also doch moralischer Vorwurf. Also inwieweit herunterspielen? Definier mal bitte, was du damit meinst. Also was bezwecke ich deiner Meinung nach intentional damit? Tja, wenn ein Sellner sagt, was wir wollen, ist ein Volk, ein Reich, ein Führer, ein Glaube, ne? Und du verfolgst seine ganze Historie, du verfolgst, was der so sagt, was mit welchen Leuten der verkehrt und so, ne, dann ist es ja vom Prinzip klar, von was der redet. Ne, so. Und wenn du dann sagst, naja, aber eigentlich, das kann doch gar nicht sein, wegen Katholiken und Protestanten, dann kommt bei mir irgendwie das Gefühl an, du versuchst das zu relativieren. Und mir geht es ja gar nicht, was ich nicht verstehe, ist halt so. Das warum? Ne? Warum? Du sagst ja, dass du ein Linker bist, ne? Und du hast dann einen rechtsradikalen bis rechtsextremen Influencer und spielst das irgendwie so runter. Und auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, dass alles, was irgendwie so ins Woke geht, da machst du so ein Riesending daraus. Ja? Das geht ja bis zu so einer Woken-Weltverschwörung und so. Und da muss man aber dagegen kämpfen. Also erstmal die letzte Unterstellung, völliger Schwachsinn. Welche Assoziation du damit wecken willst, ist auch völlig klar. Das hat schon echt Dara-Vibes. Nein, jetzt lass mich zum ersten Punkt kommen. Du, Ja. hast du mir vor 10 Minuten zugehört, was ich über Selna gesagt habe? Ja. Was habe ich denn über ihn gesagt? Na, führ aus, was du möchtest.
Was habe ich vor 10 Minuten über Selna gesagt, wo du mir entweder nicht zugehört hast oder jetzt absichtlich so tust, als hätte ich das nicht gesagt? Was habe ich über meine Beziehung zu Selna gesagt? Ja, dass du den nicht relativieren möchtest, ne? Hast du alles gesagt, aber trotzdem Nee, kam nee, nee, das. nee, nee, das habe ich nicht. Was weiß ich über Selna? Das habe ich vor 10 Minuten gesagt. Ich habe gesagt, dass ich mich mit seinen Positionen nicht genau beschäftigt habe, dass ich es nicht weiß. Das habe ich gesagt. Und du hast jetzt gesagt, wenn man sich mit der ganzen Historie beschäftigt, ja, du weißt, dass ich das nicht habe. Also was sollen diese dämlichen Unterstellungen, dass ich hier irgendeine Intention verfolgen würde, die aufgrund meines mangelnden Wissens über Selners Historie, über seine vergangenen Aussagen eben gar nicht verfolgen kann? Das heißt, du beschäftigst dich nicht wirklich mit ihm, na? Und trotzdem argumentierst du gegen den Erwin, weil er mit ihm reden soll, obwohl du eigentlich gar nicht weißt, wo er steht, na? Du hast mir schon wieder nicht zugehört, offensichtlich. Ich habe nicht gesagt, Erwin, sprich jetzt mit dem. Ich habe nur gesagt, diese grundsätzliche Argumentation, oh, der ist so gefährlich, wir sollten nicht mit ihm reden, die lehne ich grundsätzlich ab, egal in welchem Beispiel. Wir haben uns in der Debatte vielleicht ein bisschen über das, um das Beispiel Selna verheddert, weil das gerade ein aktuelles Beispiel war, aber diese Argumentation war eine grundsätzliche. Wir müssen vor keinem politischen Gegner mit anderen Argumenten Angst haben. Auch wenn er gefährliche Ansichten oder ja, wenn er gefährliche Ansichten, wenn er eine radikale Ideologie vertritt, gerade dann ist es doch wichtig, mit ihm in den Diskurs zu gehen und seine Anhänger von unserer Ideologie zu überzeugen. Das war mein Argument. Bin ich sogar deiner Meinung. Ja. Da bin ich sogar deiner Meinung, aber das kam so in dem Gespräch mit dem Politopia nicht rüber. Na, also da hatte ich schon das Gefühl, dass du den harmloser darstellen möchtest, als er ist. Ja, also wenn ich eine lagerinterne Debatte mit irgendwem führe, dann erwarte ich ja nicht, dass da irgendwelche bösartigen Walkies kommen und mir Dinge unterstellen, die ich nie gesagt habe. Also das Das ist ja nichts, heißt, womit ich rechne. Ich weiß, damit muss man auf Twitch rechnen. eine Lager, du hast dieses Gespräch öffentlich mit dem Erwin gemacht, das findet man auf deinem YouTube-Kanal, das findet man auch auf Erwin so. Also den Ball flach halten, wenn du nicht möchtest, dass man dazu was sagt, dann macht diese Gespräche auf Discord oder schreibt euch Briefe oder so. Aber Ich ich habe habe mit einem anderen Streamer aus nicht meinem erwähnt. Lager darüber debattiert, ob wir solche Debatten führen sollten. Also da ist wohl klar, da reden zwei Leute miteinander, die einen gewissen Grundkonsens teilen und die sich jetzt überlegen, was ist am strategisch sinnvollsten. Und dass dann irgendwelche irren Walkies ankommen, also ja, okay, damit konnte man rechnen, mag so sein, das ist mir tatsächlich relativ egal. Diese Leute hassen uns sowieso. Es ist egal, was wir sagen. Ja, Diese Leute gehen auf uns los und unterstellen beispielsweise mir Sachen, die ich nie gesagt habe. glaubst Das bin du, ich auch schon dass gewohnt von diesen Leuten. diese Leute, lass mal den Plural weg, so, na, wenn wir gemeinsam ein Gespräch führen, kannst du mich direkt ansprechen, du musst nicht diese Leute sagen oder so. Glaubst du ohne Scheiß, dass ich dich hasse? Ich weiß nicht, was in deinem Innenleben vorgeht. Das könntest das Ja, natürlich aber du nur. sagst es ja, na, du sagst es ja gerade. Ja, ob die Emotionen, die dabei vorkommen, immer echt sind und wie weit die geschauspielert sind. Ich meine, du behauptest ja auch, du würdest das ja als Kunstfigur machen. Dann hast eben deine Kunstfigur mich. Es ist mir relativ egal. Würdest Aber wenn du sagen, solche absurden, wenn eine abstrusen ähnliche Lügen, Situation solche passiert, dass ich unterirdischen Angriffe dich gegen mich fährst, worauf soll das sonst hindeuten, dass du mich magst? hasse? Hasst ein Beziehungsweise deine Schemel, der sich Kunstfigur? verjuckt, wenn er sie kritisiert? Hat er das Recht, sie zu kritisieren? Oder, und hasst er sie, weil er das macht? Also, es gibt einen Unterschied zwischen dem absurden Verbreiten von Lügen, die nicht stimmen, dem Unterstellen niederster Motive und dem Einordnen in ein feindliches Lager, das man aus dem Diskurs ausschließen will. Und ja, diese Äußerung gibt es aus der Woken Bubble zu Genüge und auch von dir. Da können wir auch noch gleich zu kommen. Also es gibt einen Unterschied zwischen diesen Angriffen und einfach der konkreten Kritik daran, dass Shoyoka beispielsweise sich dafür ausspricht, dass Und das ist die, Streamer-Kollegen von ihr gesperrt werden. Frage, ob er sie hasst. Ne? Ich meine, Alter, du argumentierst doch auch so komplett woke eigentlich. Ne? So, wie du's eigentlich diesen Wokies unterstellst, das machst du doch selber. Ne? Wenn ich mich lustig mache über jemanden, dann ist das Hass so, what the fuck? Also jemanden in die Nähe von Rechtsradikalen zu rücken und dann zu sagen, diese Rechtsradikalen gehören aus dem Diskurs ausgeschlossen, das ist
Wo, bei Nur wem ein habe ich das völlig. gemacht? Du hast gesagt, der Schattenmacher sollte seinen YouTube-Kanal verlieren, beispielsweise. Hast du denn Na, da im bist letzten du Stream bescheuert? gesagt? Was ist denn der Schattenmacher für dich? Ein rechter YouTuber, der auch so diesem Ein rechter Schnell-Oder-Komplex zuzuordnen ist. Du studierst, du beschäftigst dich mit Politik und du sagst ohne Scheiß, der ist einfach nur ein rechter YouTuber. Schaust du dir das an, was der so sagt und von sich gibt? Also wenn jemand sich auf den italienischen Faschismus beruft und das cool findet, ist das einfach nur ein Rechter? Wie gesagt, das sind Fragen, über die werde ich mit dir nicht reden, weil du sie dazu verwenden wirst, mir Dinge zu unterstellen, die ich nie gesagt habe. Das kannst du vergessen. Es ist mir egal, was du moralisch von ihm hältst. Aber natürlich sollte auch der Meinungsfreiheit haben, wie alle Leute meiner Meinung nach erstmal am Diskurs teilhaben sollten. Du forderst die Zensur von YouTube-Kanälen, die unter dem aktuellen Zensurregime, was schon scharf genug ist, wo völlig gemäßigte Kanäle wie Antispiegel TV, also wieder, wo Dominik Reichert Moderator war, wo die schon gesperrt werden. Du forderst ein noch restriktiveres Zensurregime. Und das geht schon ins Extremistische für mich. Also das ist Also brandgefährlich. ein Typ, der sich für, der sagt, dass Massenmord eine Option sein sollte. Du brauchst, fang damit ja nicht an. Wie gesagt, das sind Sachen, mit dir, über die rede ich mit mir inhaltlich nicht. Du willst mir jetzt Ah. erzählen, dass das ein moralisch ganz verwerflicher Typ sei? Dann nenn mal allgemeine Maßstäbe. Nach welchen Maßstäben würdest du es für, nach Wenn welchen du sagst, Maßstäben, warum jetzt, redest du dann lass mit mich doch mal mir? ausreden. Nach welchen Maßstäben würdest du es für gerechtfertigt halten, wenn Kanäle gesperrt werden? Und jetzt kein Beispiel, sondern wirklich universal anwendbare Grundsätze. Also ich würde mal sagen, wenn du, also ich würde das abwägen von Person zu Person. Ne? Man müsste sich das anschauen, was da für ein Inhalt kommt. So, ja, da bräuchte es halt genug Ressourcen und dann schaut man sich das an, bewertet das und dann entscheidet man, ob das geht oder nicht. Ne? Ich würde da nicht so einen Einheitsalgorithmus machen. Aber wenn ein Typ Das Programm ist macht, scheiße, wo er. fang damit ja nicht an. Das kannst du mit deinen Walkie-Kollegen machen, über andere Streamer herziehen. Oder du lädst den Schattenmacher mal direkt ein. Das kannst du ja machen. Du hast doch Aber den Schattenmacher gerade gebracht und ich darf nichts dazu sagen. wie gesagt, du sollst mir allgemeine Prinzipien sagen, nach denen du Leute sperren würdest. Du kannst mir keine nennen. Du Ich willst mir kann jetzt erzählen, dass dir das ein moralisch total verachtenswerter Mensch ist. Es interessiert mich nicht, was du moralisch denkst. Deine Moral ist mir egal. Das kannst du schon mal wissen. Also du bist kein Maßstab dafür, ob Sachen gesperrt werden sollten. Also so jemand, der so du abstrusen Film fährt, der sich nicht mal an die mindesten Benimmregeln halten kann. Also der sollte nicht entscheiden, ob andere Leute auf Twitch gesperrt werden oder nicht. Also. Also, nochmal, Schattenmacher kam von dir. Ich habe dazu was zu sagen. So, ne? Dann willst du es aber nicht hören und wirst pampig. So, ich finde, das ist ein bisschen eine schräge Art, die du da an den Tag legst. Wenn du keinen Bock hast, warum machst du das dann? Ja, weil ich hoffe, Leute, die diesem ja ziemlich moralistischen und auch ins, ich habe es gerade erklärt, ins extremistischen neigenden Politikverständnis von dir anheimgefallen sind, die davon zu überzeugen, Aha. dass sie Abstand Das heißt, gewinnen und sich nein. ja so einen gefährlichen Content wie von dir nicht mehr anzuschauen. Die Walkies, die sind aktuell unser größtes Problem auf Twitch und du bist einer der schlimmsten Repräsentanten aus dieser Bubble. Also das Aha. kann man, glaube ich, grundsätzlich so sagen. Und wie gesagt, Aha. ich werde mir nicht anhören, warum du irgendwelche Leute moralisch ablehnst. Es ist mir egal. Ich habe dir am Anfang erklärt, warum das irrelevant ist, was du Mal. moralisch denkst. Sag mir mal, was ist denn der Extremismus von mir? Du forderst die Sperrung von Kanälen, die nicht deiner politischen Meinung Nein, sind. Das ist doch feindlich ich habe gegenüber der Meinungsfreiheit. bei einem Kanal habe ich das gesagt. Ah. Schattenmacher. Nicht von mehreren. Von einem Kanal habe ich das gesagt. Macht Also, es, also macht es nochmal, das jetzt besser? was ist meine extremistische Position? Du forderst die Sperrung vom Schattenmacher, von einem Kanal, der dir politisch offensichtlich nicht gefällt. Und du konntest mir Nee. nicht mal allgemeine Prinzipien nennen, nach denen du Kanäle bannen würdest. Dann sag mir wenigstens, wer sollte entscheiden. Dann beantworte mir Mir wenigstens politisch folgende nicht Frage. Nach gefallen. welchen Prinzipien, also nicht nach welchen Prinzipien, welche Organisation sollte das Recht darüber haben, Kanäle zu sperren? Das könnte irgendwie staatlich sein oder so, keine Ahnung. Ja, so. Aber ich werd doch meine Meinung sagen können und sagen, ich habe mir den Content von diesem Typen angeschaut.
Ich finde das absolut irre, was der da so fabriziert. Und ich bin der Meinung, dass der nichts auf YouTube verloren hat. Und ich sage ja so, der kann ja, wenn er möchte, soll er seine Meinung sagen, aber nicht auf YouTube. Und So, nach welchen allgemeinen Prinzipien soll das das ist eine laufen? extremistische Position für dich. Ja, selbstverständlich. Nach welchen allgemeinen Prinzipien soll das laufen? Also, erstmal, wer soll das entscheiden? Du hast gerade gesagt, keine Ahnung, staatlich, also wahrscheinlich ein Gericht. Und dann zweitens, nach welchen Prinzipien soll das laufen? Also, was muss jemand machen, um gesperrt zu werden? Also, wie gesagt, aktuell werden Kanäle wie Antispiegel TV, die relativ harmlose außenpolitische Berichterstattung machen, in Deutschland gesperrt. Ich weiß das nicht mal, dass die gesperrt wurden. So. Ich lebe nicht in dieser Welt. So, na? Es geht um den Schattenmacher. So, und jetzt möchte ich von dir wissen, wenn ich sage, dass ein Typ, der diese Form des Contents produziert, der diese Videos macht über Gewalt an Frauen, über Ted Bundy und so, wenn ich dann sage, der trifft sich mit Politikern und so, der ist Influencer bei Politikern und ich finde, der hat nichts auf YouTube verloren. Warum ist das für dich eine extremistische Position? Weil du die Meinung, also weil das gegen die Meinungsfreiheit geht. Das Nee. ist ein wichtiges Ich Grundrecht aus sage, unserer Verfassung. seine Meinung kann er sagen. Ich sage ja nicht, er soll in den Knast oder so. Ja, aber im stillen Kämmerlein, hat doch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, wenn dir die Möglichkeiten genommen werden, deine Meinung zu verbreiten. Also du Ich kannst doch nehme auch nicht Zeitungen ihn. unabhängige zumachen und dann sagen, ja, die Journalisten können ja in ihrem stillen Kämmerlein immer noch sich über die Welt aufregen, sie können es halt nicht mehr in der Zeitung machen. Also das ist doch Das ein heißt, völlig absurdes Verständnis von Meinungsfreiheit, was du hier an den Tag legst. okay, um es festzuhalten, ich bin ein Extremist für dich, weil ich sage, dass ein Typ, der über Gewalt an Frauen schwadroniert und so und sagt, die wachsen über sich hinaus, wenn man sie schlägt, dass, wenn ich sage, der soll nicht auf YouTube sein, bin ich ein Extremist. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Du willst Leute mit einer anderen Meinung, die Hat die einfach nur Verwaltung Fakten und ihren Bilder Platz im freien zurückgerufen? Diskurs wahrnehmen wollen, einfach so aus dem freien Diskurs ausschließen. Du kannst mir nicht mal Prinzipien nennen. Du kannst nicht mal einen Plan, welche Institution das machen soll. Du bist einfach ein kleingeistiges, totalitäres Weltbild, das alles, was davon Junge, abweicht, verurteilt und aufgrund irgendeiner seltsamen, komischen, wirklich abstrusen Moral aus dem Diskurs ausschließen will. Und das halte ich für brandgefährlich. Und das sehe ich in deiner Bubble wirklich weit verbreitet. Und zum Abschluss habe ich dann, glaube ich, noch mal eine Frage. Hast du also beziehungsweise was heißt zum Abschluss? Aber hast du irgendeine Frage bezüglich irgendeines Charakters, also bezüglich mir oder irgendeines Influencers, den du mir jetzt vorhalten willst, sei es Selena, sei es Schattenmacher, also ein Punkt, der nicht darauf hinausläuft, dass die irgendwie ganz, ganz böse sind, weil sie irgendwann mal was gesagt haben, was deiner Moral widerstrebt? Eine Frage nochmal, wiederhol das nochmal. Hast du Red einen langsam, Punkt, ist alles der gut. nicht darauf hinausläuft, dass Influencer, die du mir hier jetzt vorhalten willst, oder Aussagen von mir, dass Ja? die darauf hinauslaufen, dass diese Leute oder ich ganz, ganz böse sind, weil wir irgendwann mal was gesagt haben, was deiner persönlichen Moral widerstrebt? Schau mal, du sagst, ich sei bösartig und so. Ich habe kein einziges Mal gesagt, dass du böse bist. Du bist ja nur am Projizieren die ganze Zeit. Habe ich einmal gesagt, dass du böse oder bösartig bist? Was fährst denn du für einen Film? Du Das wirfst mir vor, meine Methoden sind bösartig, ich bin ein bösartiger Mensch und rechtfertigst dich, dass ich dich böse nenne, obwohl ich dich gar nicht böse nenne. Ist das nicht ein bisschen komisch? hast in Bezug auf mich noch nicht komplett die Beschimpfung böse verwendet, aber jede Menge andere Beschimpfungen und wesentlich schlimmere Unterstellungen, beispielsweise das Rücken von mir in die Nähe von Rechtsradikalismus. Also jetzt mach dich nicht lächerlich. Ich habe dich in die Nähe von Rechtsradikalismus gerückt. In 3 bis 6 Monaten sei ich ganz, ganz rechts, hast du geschrieben. Ja, aber Also das ganz rückt rechts mich ja. angekommen. Ich sage, wenn diese Entwicklung so weitergeht, kommst du im Extrem raus. Ne? Aber ich habe immer gesagt, dass du eigentlich ein Linker bist. Ne? So. Ja, das hat man total gehört. Also könnte sich ja jeder die Reaktion angucken. Wie gesagt, ich glaube, damit ist die Debatte auch beendet. Ich habe gesagt, was ich über dich sagen will. Du hast gesagt, was du über mich sagen willst. Wie gesagt, das interessiert mich nicht, ob du jetzt irgendwelche Aussagen aus dem Kontext zu reißen hast, irgendwelche Kontaktschuldvorwürfe hast oder sonst irgendwas. Das interessiert mich alles nicht. Hast du irgendein Kontaktschuldvorwurf. politisches Du Argument? kommst mir mit Bubble, meine Bubble dies, meine Bubble das und die machen das und ich habe das kein einziges Mal zu dir gesagt. Was ist mit dir los, Alter? Was heißt, was ist mit mir los?
Ich lehne das, was du hier machst, Ich diese hab doch Art, nicht junge entwickelt. Leute in einer Was ist Art. Schuld? Was spielst du für ein Bingo ab? Was heißt denn Kontaktschuld, nur weil du zu Hast du einer doch politischen Richtung? gerade. Also, das ist jetzt wirklich albern. Also, wie gesagt, hast du irgendein Argument, was nicht auf, ja, du machst das auch oder irgendwelche Leute, die ich hier jetzt mal rausgekramt habe, haben mal was Böses gesagt, hinausläuft? Hast du so ein Argument? Ich frage dich jetzt schon zum dritten Mal. Ja, ich würde gern mit dir auch kurz über den Talk mit Jay Riddle, da hast du zum Beispiel was über Selbstbestimmungsgesetz gesagt, da lügst du einfach. Na? So, ich hab das rausgesucht, das ist ein Punkt, den du gebracht hast. Na? Da könnte man zum Beispiel drüber reden. Ist das okay? Na? Ja, was habe ich denn da gesagt? Kann sein, dass ich mich da Okay. vertan habe. Das ist ein Gesetz, wo ich mich tatsächlich nicht Ja. so eingelesen habe, was ich nur gruselig fand, als ich das Ja, gehört habe. mach nicht so einen Stress, so, ja. Ich bin nicht so böse, wie du das glaubst. Ja, so. Alter, wenn ich ein paar scheiß Jokes mache, heißt das nicht, dass ich dich umbringen will oder so. Oder irgendwem so. Du Na, ich meine, sprichst dich Alter. für die Zensur politischer Gegner aus und rückst Eine mich an. Person, Schattenmacher. Eine Person, habe ich gesagt. Reicht doch, es Nee, reicht. nee, 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 nee. Und du lässt mich aber nicht ausführen, warum. So, Ja, du weil das wirfst, wirklich du abstruse. sagst, politische Gegner, du sagst doch auch, die Woken müssen alle weg. Sagst du doch auch? Ich würde nie dafür plädieren, denen ihre Meinungsfreiheit zu nehmen. Die können ja auf Twitch ruhig ihre Position vertreten. Sie sollen nur nicht in Machtpositionen sein. Das ist meine Position. Da sollte, wie gesagt, eher das BSW sein und nicht irgendwelche komischen Walkies. Oder auch keine Rechten. Also das habe ich auch immer gesagt. Also ich sage hier tagtäglich, was ich denke. Ich vertrete hier Ja. tagtäglich meine Positionen. Wenn du da So. irgendwas reininterpretierst, was ich nie gesagt habe, was jeder aus deiner Walkbubble macht, dann ist das halt so. Alter. Na gut, wurscht. Okay. Warum bin ich ein Voker-Streamer? Na, du hast das ja so angekündigt heute auf Twitter. So. Also, ich weiß ja, wofür das Voke steht bei dir. Na? So, also, wenn das jetzt, meine Ex-Freundin hat das mal so zu mir gesagt, so, das habe ich zum ersten Mal gehört. Fand ich irgendwie ganz süß, nachdem ich so mitbekomme, wie du über Vogue redest und so, ne? Würde mich interessieren, was macht mich zu einem Woken-Streamer? Also, Woke steht für ein identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne. Zum einen Okay. teilt man die Welt in Täter- und Opfergruppen. Also, Aha. Opfergruppen, das sind dann Frauen, Ja, POCs Opferpyramide. oder, Ja, ja, aber genau. Das ist eine ordnet ziemlich mich jetzt gute ein. Beschreibung. Jetzt, wo mache ich sowas? Nee, lass mich doch mal ausführen. Muss mich doch nicht in der Definition unterbrechen. Und zum Zweiten teilst du die Welt in Gut und Böse. Es gibt die Bösen, die also sagen dann irgendwas, was gegen die persönliche Moral geht. Da kommt meistens keine große Begründung, außer die haben mal der Woken-Ideologie widersprochen und die müssen dann bekämpft werden, weil sie böse sind. Und dieses Okay. moralistische Politikverständnis, das sieht man bei dir in jedem Stream. Okay, das heißt, ich, der Bösartige, der so bösartig ist, ich teile die Welt in Gut und Böse. Deine Und wenn Methoden ich sind der ganz bösartig. Bösartige bin, dann sind die, die von mir bösartig angegangen werden, wahrscheinlich die Guten. Na, du verstehst nicht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, deine Methoden, beziehungsweise die deiner Kunstfigur, das weiß man bei dir ja nie, das ist ja im Talk mit Brotfunk auch ziemlich offensichtlich geworden. Anderes Thema, die sind bösartig, definitiv. Du unterstellst Leuten Dinge, die sie nie gesagt haben. Du forderst, wie beim Schattenmacher, dass er aus dem Diskurs ausgeschlossen wird. Er soll von, ich habe gesagt, von YouTube soll er runter. Das heißt nicht, dass er, da musst du ihn halt, wenn du ihn so gerne schaust, musst du ihn halt auf Odyssee schauen. Was soll denn jetzt schon wieder diese Unterstellung? Also, wie soll man da mit dir einen vernünftigen Diskurs führen? Also ja, ich schaue ihn tatsächlich lieber Entschuldigung, als dich, weil er nicht in so einer bösartigen Art und Weise gegen andere Menschen hetzt, wie du das andauernd machst. ja. Also, und auch nicht in einer plumpen Art und Weise, auch wenn er politisch auf der anderen Seite steht. Aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Das heißt, ich schätze, du klingst aber ganz schön woke, ne, Agitator? Also, wir können das in der Stelle auch beenden. Wie gesagt, wenn du kein Argument hast, außer du bist woke, du machst das ja selber und du bist moralisch aus der und der Sicht böse oder diese Leute sind aus der und der Sicht böse, dann ist mir das egal. Dann können wir dieses Gespräch an dieser Stelle jetzt beenden.
Du machst das in jedem Gespräch und dann dauern diese Gespräche 3 Stunden. Nee. Da habe ich keine Nee. Lust drauf. Das kriegst du jetzt schon. Ich Also hatte vorher, wir können es, wie gesagt, an der Stelle beenden. ich finde, du bist ein bisschen übernervös und so, aber das verstehe ich auch, wenn du mich für so bösartig hältst, kann ich es ein bisschen nachempfinden, aber es macht eigentlich keinen Sinn, ne? Also.